gut. Guten Abend, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie interessiert sind an unseren Gästen. Denn bei Kärntner treffen sich heute Abend Ingeborg Schäuble, die Gattin des CDU-Vorsitzenden Wolfgang Schäuble, dann Pop- und Teenie-Star Sascha, der mit Lonely den Sommerhit schlechthin gelandet hat, und zwei Männer, die zusammenarbeiten, die denselben Job haben, von denen aber die wenigsten wissen, dass sie richtig dicke Kumpels sind. Zum ersten Mal gemeinsam in einer Show Heinz Hönig und Heiner Lauterbach. Willkommen. Hallo. Hallo. Freut mich sehr. Bitte sehr. Hallo. Jetzt habe ich gesagt. Moment. Ganz schlechte Karten. Damit ist natürlich das Fußballthema gleich aufgemacht hier in Hamburg mit St. Pauli und dann gibt es HSV-Fans. Ja, ja. HSV liegt ja oben, aber die St. Paulianer, bei denen ist es, glaube ich, gemütlicher. Ja, okay. Da haben wir einen Pass aufgemacht. Jetzt werden viele sagen, naja, was heißt schon dicke Kumpels? Die haben denselben Job, die arbeiten zusammen, die treffen sich bei Dreharbeiten. Seit wann ist es denn so, dass man wirklich sagen kann, wir sind die dicksten Kumpels? Jetzt bist aber du dran. Wir kennen uns seit 15 Jahren, glaube ich. Und der Heinz ist einfach ein unheimlich lieber Freund von mir. Ich mag den total gerne, was in der Schauspielerei auch viel zu bedeuten hat. Ich habe, glaube ich, nur 2 oder 3 Freunde, Til Schweiger vielleicht noch dazu. In der Schauspielerei ist es schwer, befreundet zu sein. Warum ist das schwer? Also was macht Heinz Hönig zum besten Freund? Weil er einfach ein total... nee, weil es ein netter Kerl ist. Nee, weil es ein netter Kerl ist. Aber abgesehen davon, dass man immer wieder in verschiedenen Städten ist und die Freundschaft nicht pflegen kann, das ist halt schwer in unserem Beruf. Ne? Kennst du ja auch. Jetzt hast du gesagt, netter Kerl. Und weil es klappt. Aber irgendwas muss doch diese gleiche Gefühlsebene. Irgendwie muss man das doch festmachen. Ja, das ist natürlich, mach du mal, Alter. Du kriegst auch gut. Ich meine, wenn man von Freundschaft redet, dann weiß ja, glaube ich, jeder von euch, was damit auch gemeint ist. Man kann das jetzt verschiedenartig formulieren oder darlegen oder auslegen. Mit dem Heiner habe ich einen innersten Verbund, kann man sagen. Der lässt sich einfach nicht auslöschen. Wir können uns von meinetwegen 10 Jahre nicht sehen und wir treffen uns wieder und die haben das Gefühl, Moment mal, das letzte Mal, vor fünf Minuten hast du mir doch gerade noch einen Kaffee gemacht. Ja? Und vor allen Dingen, ich kann mich auf Heiner verlassen. Also Vertrauen ist ganz wichtig. Absolut, ja. Und nicht nur privat, sondern auch dann, und das ist manchmal ziemlich schwierig, aber bei uns, was ich fühle, halt nicht. Wir können, wenn wir arbeiten, zusammen, und es geht um verschiedene und verschiedene Charakter, dann haben wir keine Mühe, das Private zu Hause zu lassen und dann auch unsere Arbeit zu machen, ohne jetzt das Private so reinzubringen, dass alles sich verfärbt. Das hast du jetzt schön formuliert. Es ist so heiß hier. Ja, aber wir reichen Getränke im Teufelsfalle. Es ist so heiß hier. Wahnsinnig warm, ne? Also jetzt, dann reden wir doch mal über die professionelle Seite dieser Partnerschaft oder Freundschaft. Erarbeitet man sich Rollen gemeinsam? Also spricht man Texte gemeinsam ab? Oder gibt's überhaupt eine professionelle Beziehung? Wir haben eins, das machen wir immer. Ich lerne seinen Text, er lernt meinen Text. Ist wirklich so? Ja, natürlich. Warum? Und dann gehen wir raus und dann schießen wir richtig los. Und komischerweise spricht er immer an seinen Text und nicht meinen Text. Ja? Ja, das muss man mal nachmachen. Ja, das ist eine gute Kunst. Das vermute ich allerdings auch. Und es gibt keinen Neid, also es gibt keine Missgunst. Nee, das ist das Schöne. In unserem Beruf, es sind so viele Neider um uns herum. Das mag man gar nicht für möglich halten. Ich meine, mir ist das auch gar nicht aufgefallen. Mit der Zeit kriegt man es immer mit. Und es gibt nichts Schlimmeres als in unserem Beruf, als wenn wirklich sich Leute... Missgunst, das kennst Missgunst du ja auch. Missgunst und wenn man kennst sich... Kennst du auch Thomas Gottschalk oder wie heißen die alle? Ja, und der eine gönnt dem anderen das nicht. Ja, nein, so, ich meine jetzt nicht gegen Thomas, aber weißt du bist ja auch in dem Job.
Das ist manchmal wirklich, wenn du ehrliche Freunde haben willst in dem Gewerbe, das ist schwer. Ja, ist es dann so, dass, also gibt es das, dass man guckt, wie viel Text hat der eine, hat er die bedeutendere Rolle, wenn zum Beispiel der neue Wedel oder so besetzt, guckt man dann, wer kriegt welche Rolle und wie hoch ist die anzusiedeln oder so? Nee, das ist, glaube ich, nicht die Kategorie. Ja, wenn überhaupt, wir sprechen zum Beispiel immer über Bagagen. Ne? Ja. Alter, beim Schattenmann hast du... Geld hört die Freundschaft auf. Ja. Nee, aber da sprechen wir zum Beispiel drüber und dann sage ich, beim Schattenmann hast du ein bisschen mehr gekriegt, Alter, deswegen kriege ich jetzt bei dem Dreiteiler ein bisschen mehr. Aber will ich, krieg das raus, sag ich dir. Ja, aber es ist doch schön, dass man darüber überhaupt redet. Ne? Das ist halt eine Art von Ehrlichkeit. Sonst gibt es so eine Art von Kodex, dass man sagt, nee, also über Geld wird zum Beispiel gar nicht gesprochen. Es gibt zwei Arten von Schauspielern. Die einen sagen, sie kriegen weniger, als sie wirklich kriegen. Und die anderen sagen, sie kriegen mehr, als sie wirklich kriegen. Also die seltensten sagen, dass wir sie wirklich kriegen. Mhm. Ist doch heil, was kriegst du eigentlich für so eine Sendung? Also ich gehöre zu der ersten Gruppe. Ich erzähl's nicht. Aber ich frage euch auch nicht. Also insofern. Geht diese Freundschaft ins Private, auch ins Familiäre? Also macht ihr mit euren jeweiligen Partnern, Familien was? Klar, Logo. Klar. Aber jetzt nicht so weit wie Urlaub oder so eine Geschichte. Also man will das schon auch getrennt haben. Urlaub, was ist das eigentlich? Ja. Ja. Besucht ihr euch zum Beispiel mal zu Hause? Versuchen. Sie leben in der Schweiz? Ja, der Heinz war letztens bei mir in meinem Haus am Starnberger See. Und der ist da ausgeflitzt. Sagt, ey, das ist ja mördermäßig. Ich stand da auf meiner Terrasse da. Und hat mich besucht. Aber es ist halt, wie gesagt, es kommt selten vor, weil man immer in verschiedenen Städten ist. Und es ist halt schwer zu bewerkstelligen. Wie oft seht ihr euch denn? Unterschiedlich. Wenn wir zusammen arbeiten, sehen wir uns jeden Tag. Jetzt gerade haben wir 75 Drehtage hintereinander gemacht. Ja. Verstehe. Ich nur 48. Oh, aber vielleicht das höhere. Also es wird schon alles aufgegangen und sein. Das war natürlich richtig hübsch. Ne? Ich meine, die anderthalb Wochen hier in Hamburg, wo es richtig knallmäßig gut war. Die Sonne schien, das Pool erwärmte sich und man konnte richtig baden gehen. Und ich war so im Wasser und sagte, hey Simone. Seine Frau. Hey, weißt du, der Heiner muss arbeiten. Der Heiner muss gerade arbeiten. Ist das nicht Scheiß? Das kommt jetzt so ein bisschen rüber, als hättet ihr wirklich auch so eine Art von naiver Freude, von so einem richtig kindlichen Spaß zusammen. Ist das, was man sich in der Freundschaft erhalten kann, dass man sagt, ja, da sind wir, wie wir sind, da können wir alles rauslassen, da müssen wir uns null verstellen? Ist das was die besondere Beziehung? Natürlich, man, das lebt doch davon. Ist doch herrlich. Freundschaft ist Freundschaft, die ist jetzt schwer zu, oder ganz einfach zu definieren. Das ist halt so. Ja. Ja? Ja. Gute Freunde können sich auch gut streiten. Ja. Absolut. Und wie ist das bei euch und Ihnen? Du fängst immer an, ne? Oder? Ich? Mach du. Nur kein Streit, bitte. Ich meine mit dem Streiten. Nee, also, streiten. Wir haben uns ja nie gestritten, glaube ich. Ne? Na, das glaube ich nicht. Zwei so emotionale Typen, das kann überhaupt nicht sein, dass ihr euch noch nicht gestritten habt. Nee, wenn man sich akzeptiert und gerne mag, dann macht man das einfach nicht. Na, aber es muss doch also ich meine, es ist Streiten und einen kritisieren. Guck mal, oder, wir sind nicht fest zusammen. Wir sind nicht verlobt und nicht verschwägert, nicht verheiratet. Okay? Ja, aber ich meine, man kann ja kritisch sein. Ich meine, ein Freund, der nicht mehr in den Arsch treten kann, kann nicht mehr mein Freund sein, ist ganz klar. Und wenn es zu solchen Situationen kommt, dann verlasse ich mich auch verheiratet, dann tritt er mich auch in den Arsch. Und ich mache es auch einfach zum Schock, hey, hallo, war das jetzt wirklich so gemeint oder nicht? Und das finde ich gut. Wenn man das sich nicht mehr traut, dann ist doch alles, dann können wir doch alles vergessen. Nein, bei den Nur Schleim und sich einem was vormachen, das ist auch hat ja nichts mit Freundschaft zu tun. Ne? Bei Dreharbeiten geht doch mal der Ton wird ein bisschen lauter, geht es ein bisschen hoch her. Der wird immer lauter, aber nicht zwischen uns. Sind beide so Topstars, also Top-Schauspieler. Da weiß ich nicht, ob man automatisch Allüren haben muss, aber weiß ich nicht, eine bestimmte Art und Weise, sich beim Drehen, also da auf dem Set zu bewegen. Also ich komme prinzipiell immer zu spät und verliere den Text. Ja? Und regt er sich darüber auf? Er gerade nicht. Weißt du, das war so schön. Gute. Wir hatten den ersten Drehtag, da mussten wir so eine Szene drehen auf dem Segelschiff. Und da sagt der Skipper, ja, ist kein Problem, jetzt der Heinz, aber wir warten noch mit Heinz und so, mach dir keinen Kopf und so. Ich mach mir keinen Kopf. Auf meinen Freund warte ich jahrelang, wenn es sein muss. So ist das. Danke. Ja, aber wie viel Mal nur, wenn es sein muss. Ne? Wie viel Mal habe ich das danach ausgenutzt? Sag es ehrlich, nicht einmal. Wie viele Drehtage waren das jetzt gerade in Hamburg?
75. 75, bei ihm 48. Beendet man die Drehtage auch gemeinsam? Also trinkt man dann noch ein Glas Kamillentee? Jetzt gehst du wieder auf das los. Nein, überhaupt nicht. Ich die nächste Frage, was ist eure Stammkneipe? Nein, nein, das liest man in der Zeitung. Das, aha, ja, das ja, stimmt? Das, ja, weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber die, ich frag's gar nicht. Und doch, natürlich gehen wir abends zu mal einen trinken. Aber nicht jeden Tag, nee. Also wirklich, nee. Wir haben manchmal wirklich so ein schweres Programm. Und dann ist jeder froh abends, wenn er nach Hause kommt und wirklich seine Ruhe hat. Mhm. Und es wird uns zwar nachgesagt und so, das ist auch alles sehr nett gemeint. Und manchmal treffen wir uns auch und dann geht es auch mal in die Nacht hinein. Das muss auch mal sein. Und gerade eben... Ja. Also beruflich gibt es keinen Neid. Gibt es privat zum Beispiel, also nicht Missgunst, aber so, dass man sagt, na, das, was der Heinz Hönig hat an Familie, Zusammenleben mit seiner Frau, mit seinen Kindern, das hätte ich vielleicht auch gerne, weil das bei dir nicht so ist. Also du siehst deinen Sohn. Und fängst du jetzt wieder mit der Kacke an. Ne? Das ist ja wie beim Jahresrückblick. Nein, 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 das ist eine ganz Johannes, nein. Baptist. Nein, das ist einfach nur, er lebt mit seiner Frau zusammen und hat... Ja. Hat zwei Kinder und hat richtig Familienleben. Lebt in der Schweiz, steht total da drauf, hält mit seine Kinder Kindern, auch. Weißt du was, als wir den Schattenmann gedreht haben, ja. Da habe ich einen dummen Fehler gemacht. Mhm. Ich habe gesagt, irgendwann hat er gesagt, er passt auf meinen Sohn auf, den Oscar. Und sage ich, wenn irgendwas ist, dann passe ich auch auf deine Kinder auf. Mhm. So, das war der erste Fehler. Jetzt gehe ich mit denen in ein, wo haben wir gedreht da? Frankfurt, in ein italienisches Restaurant. Sternförmig sind die auseinandergelaufen. Der eine hat ihn direkt vor Schienbein getreten. Dieses Mädchen war direkt weg und so. Es war unerträglich, diese Kinder. Und wie schön, wie nett, wie lieb die heute sind. Das ist kein Rätsel. Wie das hingekriegt. Aber ist so, Heinz. Weißt du noch damals? Ne? Redet ihr zum Beispiel über Erziehung? Das ist ja schon ein Thema, ist da klar. Da tauscht man sich da auch unter Kumpels aus. Ja, zu Menschen reden über alles Mögliche. Über die Dinge des Lebens. Weil Heinz zum Beispiel engagiert sich ja in dieser Angelegenheit, also Umgang mit Kindern und Jugendlichen besonders. Das die Tage in der Zeitung gelesen. Ich unterstütze jetzt eine neue Idee, Aktion Sichere Schule. Und das ist jetzt gerade sozusagen, es wird sich die erste Socke angezogen. Es muss organisiert werden. Diese Idee lebt natürlich mit den Menschen, die da was dafür tun. Und da gibt er auch was dafür. Da ist ja nicht jeder einzeln. Und ich mache das und der macht es nicht. Das kann man da gar nicht sagen. Wir sind immer ein Verbund. Und wir helfen uns. Und das ist eine Idee. Und die muss man reifen lassen. Und die wird jetzt mit der Realität konfrontiert werden und sich auseinandersetzen. Und Was der für Fremdwort? Moment mal. Ja, genau. Realität geht aber noch. Nee, der Sinn und Zweck oder das Ziel ist eigentlich mal wieder einen neuen Dialog zu schaffen zwischen den Kindern und den Eltern vor allen Dingen, zu den Lehrern, also zur Schule. Es ist aufgefallen, dass zum Beispiel bei Elternabende komischerweise immer die Eltern fehlen, wo man sagt, also das ist ein Problemkind oder das, darüber müssen wir mal sprechen. Nicht? Komischerweise die Eltern sind dann also weniger vorhanden. Ist das ein Zeichen jetzt von, ich schäme mich für meine Kinder? Bloß nicht, ich sage euch. Ja, nee, wirklich wahr. Und, ja. Das ist wirklich wahr. Weil sie ganz genau wissen, jetzt kommen sie zum Elternabend und es wird auf alle Fällt über ihr Kind. Aber gerade Eltern von Ja, da sollte es natürlich gerade. Aber sehr unheimlich engagiert. Auch. Ja, das ist die andere Seite. Ich rede jetzt gerade von denen, die auch dann vielleicht ein bisschen Schiss haben oder sich da so peinlich berührt fühlen. Und bitte, diese Angst, die muss einfach mal ganz neu geschluckt werden, weggeschluckt werden, weil so geht es nicht weiter. Und wir müssen irgendwie einen Ansatz finden, einfach da wieder mehr ein bisschen Transparenz reinzubringen. Dankeschön. Okay, ich quatsch wieder mal. Sie leben in der Schweiz, also relativ ruhig, sag ich mal. Würden Sie mit wären die Großstadt geeignet für Deutschland, also so Hamburg, München? Ja, ich nehme mal die Schweiz, ist ja kein Hinterdörfler-Nest da irgendwie. Ich meine, da gibt es ja auch Städte. Und vor allen Dingen das, was man denkt, in der Stadt ist jetzt, werden die Bastarde ausgebildet und da sind die Jungs und was ist denn das? Aha, das. Und da sind die, wachsen die Kinder auf, die sich nachher nur behaupten können. Das stimmt ja auch nicht. Auf dem Land sind dieselben Strukturen, also
jedenfalls, okay, dieselben, so manchmal weniger, manchmal mehr, auch vorhanden. Es ist ja nicht so, auf dem Dorf ist nichts los. Ahaha, muss man nicht denken. Moment mal. Ja? Wie, Heinz Hönig und Heiner Lauterbach, wie wird dieser Abend enden? Ja, das fragen wir uns auch. Ja? Das wollen wir dann mal unter uns lassen. Genau. Na, wir werden auch nicht darüber Bericht erstatten, das war einfach nur lustig. Wenn die Dreharbeiten beendet sind, dann kann man das ja auch mal gebührend feiern. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch und ich freue mich, dass ihr beide noch hier bleibt und dass wir weiter teilhaben können an einer echten Männerfreundschaft. Heiner Lauterbach und Heinz Hönig. Also, starke Männer sitzen hier. Eine starke Frau ist bei uns zu Gast. Wollen wir uns nicht sagen? Sie ist die Gattin des CDU-Vorsitzenden. Und ich freue mich sehr, dass sie ihre ansonsten geübte Zurückhaltung einmal aufgibt und zu Gast ist in meiner Sendung. Herzlich willkommen, Ingeborg Schäuble. Gut erzogen sind Sie ja. Herzlich willkommen. Freue mich, Frau Schäuble. Kennen Sie Heinz Hönig und Heiner Lauterbach? Ja, den Heiner Lauterbach kenne ich, aber nur in Boxershorts. Im Fahrstuhl? Frau Schäuble? Ich habe ihn im Paternoster gesehen, rauf und runter. Also bei Männern. Ich wollte gerade sagen, also, aber einen Ruf zu verlieren. Ja. Sind Sie so ein bisschen Kinofan? Gehen Sie ganz gerne ins Kino? Ja, ich gehe eigentlich gerne ins Kino, wenn ich Zeit habe. In der letzten Zeit war ich eigentlich weniger im Kino gewesen. Geht Ihr Mann da mal mit? Also machen Sie abends auch mal zusammen was? Selten. Also ins Kino gehen wir eigentlich selten. Wir haben auch festgestellt, dass das Publikum immer jünger wird und wir uns eigentlich schon ziemlich alt vorkommen. Ja, aber dann soll man ja trotzdem noch ins Kino gehen, oder? Haben wir eben darüber gesprochen. Ja. Soll man trotzdem noch ins Kino gehen. Wie verbringen Sie sonst Ihre Freizeit? Möglicherweise ist es ja gar nicht so viel, aber das bisschen, was da bleibt. Ja, so viel Freizeit haben wir natürlich nicht, weder mein Mann noch ich. Ja, ich treibe gern Sport, ich bin gern in der Natur, im Garten. Und wenn wir Zeit haben, besuchen wir auch Konzerte. Ja, viel mehr bleibt nicht. Bleibt eigentlich nicht. Nee. Na, Sie sind, das kann man ruhig mal sagen, also es ist eine Mutter von 4 Kindern. Das ist die eine Lebensleistung. Dass Sie vorher studiert haben und einen Beruf erlernt haben, das lassen wir mal weg. Aber Mutter von 4 Kindern, erste Lebensleistung. Ein Schicksalsschlag, das Attentat auf Ihren Mann, mitverarbeitet, zweite Lebensleistung. Ja. Wann machen Sie mal was für sich? Ja, ich habe mir eine Aufgabe gesucht oder eine Aufgabe übernommen, die ich sehr gerne mache, ein Thema, was mich immer schon beschäftigt hat. Ich bin ja ehrenamtliche Vorsitzende der Deutschen Welthungerhilfe. Na, aber für sich selbst? Das machen Sie wieder was für andere? Nein, da bekomme ich eigentlich viel mehr zurück, als ich gebe. Ich habe viel Freude bei dieser Tätigkeit. Das kann ich wirklich richtig verstehen. Wenn man sowas macht dann macht man ja was. Das ist ja ein Verbund mit einem. Das ist doch toll. Reisen Sie selbst in die betroffenen Gebiete? Ich reise auch in die betroffenen Gebiete, weil ich ja sehen muss, was wir mit den Spendengeldern machen, wie wir sie einsetzen, wer von den Spenden profitiert. Und auch um berichten zu können, was alles geschieht. Man denkt ja so manchmal, ja gut, das ist eine Politikergattin und dann bekommt die ein Angebot, sich mit dem guten Namen natürlich einzusetzen für irgendeine Sache. So ist das bei Ihnen nicht. Sie haben sich sehr spät erst, also lange nachdem Ihr Mann schon Minister war, auch lange Jahre nach dem Attentat entschieden. Warum erst 1996? Was mich mal interessieren würde, man sagt ja oft, Politikerfrauen, die machen so viel und geben ihr ganzes Leben dafür auf, machen die Karriere ihres Mannes und sind im Wesentlichen daran beteiligt auch. Würden Sie das auch so empfinden in Ihrem Falle? Also ich glaube... Kein Problem, nur zu. Ein Politiker braucht schon jemand, der sich auch um ihn kümmert, genauso wie Sie auch jemand brauchen, der Sie immer auffängt. Ja, und das ist bei Menschen, die sehr viel arbeiten und die sehr gefordert sind, eigentlich zwingend notwendig. Das gibt auch überhaupt die Kraft, erst so viel zu leisten. Ich habe das aber immer freiwillig gemacht, nicht immer gern. Aber ich
ich habe bewusst auf vieles verzichtet, um meinen Mann zu unterstützen. Warum nicht? Mhm. Warum haben Sie sich erst 96 entschieden, ein solches Ehrenamt zu übernehmen? Angebote hat es vermutlich vorher schon reichlich gegeben. Es hat immer Angebote gegeben. Und ich möchte mal zu dem Ehrenamt noch Folgendes sagen. Es gibt, was Sie vielleicht nicht wissen, in der Bundesrepublik, glaube ich, 16 Millionen ehrenamtlich Tätige. Also viele Leistungen und viele Angebote wären gar nicht möglich, wenn es sich nicht viele Menschen bereit fänden, ja, zu arbeiten. Im Sport, im Bereich der Kultur, im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich braucht man immer ehrenamtlich Tätige. Ja, ich habe so spät angefangen. Ich habe immer mal einen Versuch unternommen. Aber ich habe 4 Kinder gehabt, die ich mehr oder weniger allein großziehen musste. Und ich muss sagen, jeder, der mehrere Kinder hat, weiß, dass das eine große Arbeit ist, eine große Aufgabe ist. Und wenn man das alleine leisten muss, dann ist es wirklich, lasst es einem aus. Dann haben Sie gesagt, mache ich lieber das eine richtig und engagiere mich später für eine andere Geschichte. Sicherlich eine weise Entscheidung. Jetzt also die Deutsche Welthungerhilfe, eine von, das kann man ruhig sagen, vielen Organisationen, die zu Spenden aufrufen. Mhm. Aber ein Hinweis ist mir ganz besonders wichtig. Es gibt so eine Art Spenden-TÜV, ein Spendensiegel, das man erlangen kann. Und diese Deutsche Welthungerhilfe, das ZDF ist ja stolz, da mitarbeiten zu können, hat dieses Siegel. Und das ist ganz wichtig, weil man dann wirklich weiß, das Geld geht nicht in Personal und geht nicht in Verwaltungsaufwand, sondern zu wirklich großen Teilen direkt dorthin. Mhm. Wo waren Sie zuletzt zum Beispiel auf einer Reise in ein betroffenes Gebiet? Ja, ich habe jetzt gerade Projekte in Peru besucht. Peru ist eines unserer Schwerpunktländer. Wir sind ja, um das noch mal schnell zu sagen, wir sind eigentlich neben den Kirchen und dem Staat die große Entwicklungsorganisation in Deutschland. Der Schirmherr ist der Bundespräsident. Und unsere Mitglieder sind eigentlich alle wichtigen Gruppen und Verbände in Deutschland. Das heißt, wir sind nicht irgendeine Organisation, sondern wir werden eigentlich getragen oder sollen getragen werden von der Mehrheit der Deutschen. Die Deutsche Welthungerhilfe hat jedes Jahr das Spendensiegel, dieses Siegel bekommen für ihre gute Arbeit. Es gibt viele Organisationen, die in den Entwicklungsländern arbeiten. Unsere gehört zu den kompetenten, zu den guten Organisationen. Mhm. Und es macht mir viel Freude, damit zu arbeiten. Man könnte ja sagen, naja, also wir haben so viele auch schwierige Situationen in unserer Familie erlebt. Eigentlich muss ich mich da gar nicht so sehr engagieren. Eigentlich ist das, was ich von meinem Leben schon weggegeben habe als Person, genug. Ich lebe jetzt mal mein eigenes Leben. Ich mache jetzt mein Ding. Haben Sie das nie gedacht? Ich lebe doch mein eigenes Leben. Ich mache den Sport, den ich betreibe. Ich laufe Ski, ich jogge, ich bin zu Hause. Ich kann mir meine Zeit einteilen. Ich lebe für mich und ich habe mir eine Aufgabe gesucht, die mich erfüllt, die mir Spaß macht und die ich für ganz wichtig halte. Wie oft ist Ihr Mann überhaupt zu Hause? Der ist ja wahnsinnig viel in Berlin und Sie leben in Engenbach. Ich lebe im Wahlkreis. Ich halte die Stellung. Aber Sie sind aber nicht in der Partei. Nein. Aber das soll ich gar nicht so oft erzählen. Ach so, okay. Hat Wolfgang gesagt. ich bin die Anlaufstelle für alle. Wir sehen uns meistens am Wochenende. Im Moment ist mal wieder Wahlkampf, ist man sehr viel unterwegs. Ja, und dann beginnt ja eigentlich der normale Parlamentsalltag wieder. Wenn er zu Hause ist, ist er auf Hilfe angewiesen? Eigentlich kann sich mein Mann alleine versorgen, aber das tut er nicht, weil er viel Zeit sparen kann, wenn ihm jemand hilft. Und wenn er zu Hause ist, dann bin ich oft auch so rücksichtsvoll und übernehme eben einen Teil der Aufgaben, damit er mehr Zeit hat, um sich zu entspannen und damit wir mehr Zeit füreinander haben. Ja, das ist. Also Ihr Leben hat sich sicherlich verändert durch das Attentat. Hat sich das auch im Privaten, praktisch im Persönlichen ausgewirkt? Ist er ein anderer Mensch seitdem? Haben sich Wesenszüge verändert? Also, ich finde das nicht.
Er war früher schon manchmal ungeduldig, aber das hängt nicht mit seiner Behinderung zusammen, sondern dass er manchmal sehr müde ist und sehr abgekämpft ist. Ich finde, dass er sich nicht verändert hat. Er ist ja kein anderer Mensch. Er kann eben nicht laufen. Er muss Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Er braucht Menschen, die sich um ihn kümmern. Das Leben ist für meinen Mann nicht gerade einfacher geworden. Aber ich finde, er macht das fabelhaft und ich bewundere ihn sehr, wie er mit dieser Behinderung fertig wird. Viele Menschen tun das. Ja. Ja. Sie sind mit einem Politiker verheiratet. Sie wissen auch, was das für Entbehrungen mit sich bringt. Und Sie haben ja eben auch davon erzählt. Nun ist Ihre Tochter auch mit einem Politiker verheiratet. Als sie gekommen ist und gesagt hat, Mama, ich werde einen Politiker heiraten, waren Sie da begeistert oder haben Sie eher gesagt, lasst die Finger davon? Ja, ich habe sie gefragt, ob sie eigentlich nicht wüsste, was das für sie bedeutet und wie sehr ich auch manchmal darunter gelitten habe, dass mein Mann so viel weg war. Und dann hat sie gesagt, also Mutti, ich habe das nie so empfunden. Und sie hat ihn geheiratet. Dass es eine Belastung ist. Auch total schön. Man sagt ja, hinter jedem starken Mann steht auch eine starke Frau. Na, das ist aber der Beweis, oder? Das ja. Hallo, Simone. Muss da auch Spaß machen. Weil Sie haben sich ja nicht aufgegeben. Sie haben ja nicht Ihr Leben aufgegeben, deswegen. Sondern für die Sache. Ja. Ich finde das. Und da ist mit 5-Tage-Woche eben wenig zu machen. Und Politik ist allgegenwärtig sicherlich schon immer gewesen bei Ihnen zu Hause. Man lebt ja auch mit dem ganzen Gefühl und man denkt manchmal gar nicht drüber nach. Man lässt das Gefühl rennen und das sagt einem, was man machen soll. Und ich meine, wenn ich 5 Tage weg bin in der Woche oder ich sehe die Simone und meine Kinder 5 Tage nicht, dann bin ich doch mit dem Herzen trotzdem bei denen. Ist doch viel schlimmer, wenn ich mir was vormogle oder und es ist wirklich nicht wahr, wenn ich sie eigentlich mit denen gar nichts zu tun habe und eigentlich nur so mache. Aber präsent ja? bist. Ja. Aber präsent bin, jeden Tag. Das ist doch viel schlimmer. Menschenskinder, da kann man auch glücklich sein. Ich meine, man merkt doch der innere Verbund und da kann man auch mal ein paar Tage nicht zu Hause sein. Okay, gut, vielleicht will ich vorbansen. Ganz irgendwie. Meine Gegenteil. Frau, weil ich bin jetzt gerade so am Punkt, wo ich meine, jetzt muss ich auch vorsichtig sein, weil meine Familie, Simone, Lukas und Paula, die haben mir so auf die Stange gehalten und haben auch nicht gemeckert, wenn auch dann Drehverschiebungen waren, weißt du, oder es wurde länger. Und ich wusste irgendwie, sag ich, verdammt nochmal, aber irgendwann ist der Balken voll. Ja, und jetzt bin ich in einer Situation, wo ich aufpassen muss. Und jetzt passiert mir das auch nicht, wenn eine Drehverschiebung ist, dann ist das Ding geknickt und Ende Banane. Okay, wenn der Punkt erreicht ist, wo man sagt, jetzt geht die Familie einfach vor. Also da geht mir die Familie vor und wenn ich später sagen muss, wir haben einen Film weniger gemacht, dann ist das, und aber dafür lebt die Familie, dann hat sich das gelohnt. Ist das denn bei Ihnen auch so? Okay. Also würde Ihr Mann sagen, na dann kandidiere ich nicht für das Amt des Bundeskanzlers bei der nächsten Wahl? Also zu diesem Thema sage ich gar nichts. Ja, okay. Habe ich Verständnis für. Alles gesagt. Wir werden Ihren Gatten bei Gelegenheit einladen und vielleicht wird er sich dazu äußern. Aber mein Mann kommt eigentlich immer so schnell wie möglich nach Hause, das weiß ich. Hat sich nie irgendwo sonst rumgetrieben. Es ist ihm wichtig, zu Hause zu sein, das weiß ich, sonst würde ich das auch gar nicht mittragen. Und er hat schon immer Leute auch nach Hause eingeladen, also auch sein Chef von damals. Der Bundeskanzler war mal bei Ihnen zu Hause zu Gast und das hat vorher für Familienaufruhr gesorgt. Ja, also mein Mann ist ja ein höflicher Mensch und er hat zu den Kindern gesagt, also... Ein höflicher Mensch, der Bundeskanzler war nicht. Nachher kommt der Bundeskanzler, sagt, benehmt euch einständig und wisst ihr denn, wie ihr ihn ansprechen sollt? Ihr sagt bitte Herr Bundeskanzler zu ihm. Und da sagte unsere Kleinste, die heißt Anna, guckte ihn mit großen Augen an, spöttisch, und dann hat sie gesagt, aber zu dir darf ich noch Papa sagen. Oh! Och, nee. Wenn Sie, und das passiert ja ausgesprochen selten, sich in der Öffentlichkeit mal zeigen, sprechen Sie das mit Ihrem Mann ab? Also, nö. Der weiß, dass Sie hier sind. Ja, natürlich. Der guckt auch zu jetzt gerade, wir können ihn ja herzlich ich grüßen. Ich weiß nicht. Auch, dass Sie mit uns unterwegs sind. Ja, aber hallo. Bestürzt zur Kenntnis nehmen. Wird das abgesprochen? Sagen Sie, ich habe da eine Einladung, soll ich das machen? Und
Ach, manchmal, ja, aber natürlich erzähle ich ihm, wenn ich eine Einladung bekommen habe oder wenn ich verreise, ist doch ganz klar. Ganz normal, wie man sich ja so abspricht, aber keine besondere, wie soll ich sagen, taktische Teamarbeit oder nein, so. Nein, nein. Jeder trifft seine Entscheidungen. Sicher fragen wir manchmal um Rat, das tue ich auch, mein Mann auch. Aber mein Mann würde es auch gar nicht einfallen zu sagen, da gehst du jetzt nicht hin. Also, wenn ich hingehen möchte. Frau Schalpe, ich weiß nicht, ob mir das zusteht, ein Kompliment zu machen, aber ich würde es gerne tun. Und ich glaube, ja, ich spreche im Namen vieler. Sie sind eine ganz starke Frau. Ich bedanke mich sehr herzlich. Wir haben ja noch einen Deal einzulösen. Ein Deal, den wir mit den Kids, die unter den Zuschauern sind, abgeschlossen haben. Der Deal war, aufbleiben, bis Sascha kommt. Und das ist jetzt. Und den Eltern und Großeltern oder wer auch immer sonst noch zuguckt, sei gesagt, so schlimm ist er gar nicht. Er hat halt die Hits gelandet in diesem Jahr. Und es ist eine große Freude, dass er den Weg gefunden hat. Lonely ist er nicht mehr. Aber hier ist er. Sascha, herzlich willkommen. Oh yeah, I feel lonely, no, 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 lonely. You're the one and only that makes me feel so blue. So I feel lonely, no, 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 lonely. You're the one and only that makes my dreams come true. Und noch ein alle zusammen. I feel lonely, no, 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 lonely. You're the one and only that makes me feel so blue. So I feel lonely, no, 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 lonely. You're the one and only that makes my dreams come true. So I feel lonely. You're so lonely! Ja, nicht mehr. Sascha, herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Aber nicht schwer, ne? Also, 1999 ist das Sascha-Jahr. Ist das so? Ja, das ist so. Das wusste ich noch nicht. Und wir hoffen natürlich, dass noch ein paar Jahre danach kommen, die auch Sascha-Jahre sind. Aber lass uns kurz reden über... Der ist ganz groß. Ja, ja, na klar, selbstverständlich. Lass uns auch über die 2-3 Jahre reden, die keine Sascha-Jahre waren. Also die Zeit davor. Wie ist das, wenn du heute in einem Hotelzimmer aufwachst, kneifst du dich dann manchmal selbst und sagst immer, völlig verrückte Geschichte eigentlich? Nee, ich erwische mich nur manchmal dabei, wenn ich meine, im falschen Hotelzimmer aufzuwachen oder vor der falschen Tür zu stehen. Also das ist... Ich bin da viel unterwegs und dann ist auch manchmal so, dass ich nur einen Tag da bin und am anderen Tag in einer ganz anderen Stadt, im ganz anderen Land. Und dann stehe ich mit meiner Karte oder mit meinem Schlüssel dann vor Zimmer 325 und will rein und geht nicht, ist nicht. Und dann stelle ich irgendwann mal fest, so, Moment, das war doch 6 und das war gestern. So, ist jetzt 620. Jetzt bitte, bleib bei der Wahrheit. Nee, ist schon so. Aber wie verarbeitest du das? Also das ist eine Sache, die ja innerhalb eines Jahres, kann man ruhig sagen, innerhalb eines Jahres kometenmäßig gegangen ist. Und ich muss das jetzt nicht größer machen, als es ist, weil es ist schon so groß. Wie verarbeitest du es selbst? Ach, ich glaube ganz gut. Also ich meine zumindest für mich, dass ich das ganz, ganz gut hinkriege, weil ich halt eine Zeit davor hatte, die halt eben nicht so erfolgreich war, dass ich halt so 2 Jahre vorher schon rumprobiert habe, davor schon 5 Jahre mit einer Band zusammengespielt habe. Also ich habe viel so aus der Distanz beobachten können, viele Leute gesehen, mir so alles so ne, beobachtet, mir zurechtgelegt und halt alle Möglichkeiten so durchgespielt. Hm. Na, ihr wisst doch, Handys aus. Handys aus. Boah. Und so alle möglich. Ich habe der Jenny gesagt, wo ich da hingehe, zu dir. Und da ist der Sascha da. Der ist nett. Grüße von mir. Ne? Und so ist er auch. Ist nett. Danke. Richtig netter Kerl. Ja, und hat übrigens auch gute Freunde um sich herum, also in seinem sehr persönlichen Umfeld. Ja, das hat mich also gerade auch an meine Freunde denken lassen. Und da ist das so ähnlich. Also wir machen zwar nicht alle den gleichen Beruf, aber ich bin mit einem Freund, der mein bester Freund ist, musikalisch praktisch aufgewachsen. Und wir machen halt immer noch was zusammen. Und das freut mich halt. Da habe ich so ein bisschen dran gedacht gerade. Das hast du gesagt, das hat beruflich eine Zeit davor gegeben. Also ist Sascha nicht irgendeine Marketing-Idee oder ein Kunstprodukt, wie es das ja auch gibt, sondern wirklich ein Musiker. So
Vollblutmusiker. Ja, mit Leidenschaft, würde ich sagen. Mit Leidenschaft. Dann gab es eine Band, wie hieß die Band? Junkfood? Ja. Muss ich sagen, das könnten wir als, das ist ein Sascha-Suchbild. Wo muss ich, ja gleich, da, guck mal, ein Sascha-Suchbild. Wüssten Sie, wo Sascha ist? Ja, wüssten Sie, wo Sascha ist? Ja. Sascha ist... In der Tat, ein Mann mit Vergangenheit. Das waren aber jetzt insgesamt eben nicht so erfolgreiche Projekte. Es war nicht so erfolgreich, aber hat tierischen Spaß gemacht. Und ich glaube auch mir wahnsinnig geholfen, Erfahrung zu sammeln musikalisch. Und es war einfach eine geile Band. Also, musikalische... Kennst du die Nockenwellen? Kennst du die Nockenwellen? Die Nockenwellen? Ja, wirst du auch noch von hören. Ja gut. Die Nockenwellen sind nämlich das musikalische Projekt von Rainer Lauterbach und Heinz Hönig. Da sind wir schon ganz gespannt. Und wir haben schon einen Probenabend, aber mit drei die Damen richtig durchgepfiffen. Wunderbar. Ja, da freue ich mich drauf. Just for fun. Cool. Ja. Echt? Macht Spaß. Singst du in der Badewanne heute? Nee, gar nicht mehr so oft. Hast du das früher gemacht? Geduscht? Ich bade nicht mehr so oft. Kommt das wahrscheinlich? Keine Zeit, jetzt wird geduscht. So ungefähr. Also wenn ich viel Zeit habe, das ist meistens jetzt beim Reisen oder also in Zügen, in Flugzeugen oder so, dann erwische ich mich manchmal dabei oder die anderen Gäste erwischen mich dabei, wie ich dann so singe. Also ich habe meistens so ein Diktiergerät dabei, wo ich dann gleich auch immer gleich was drauf jaller und das geht dann manchmal in eine Viertelstunde über und dann sitze ich dann mit meinen Kopfhörern und dann irgendwann entdecke ich, oh. Vielleicht doch nicht die richtige Situation. So die Jungs mit den Quetschchen. Ja, die gibt's auch. Gucken ein bisschen böse dann. Du hast immer so auch Stimmen imitiert, Leute nachgemacht und so. Das war so im Grunde dein Broterwerb. Ja, das gehörte mit dazu. Also die Band war eigentlich so das Hauptding. Und dann haben mein bester Freund und ich, der Benedikt, schöne Grüße übrigens mal an den, wo ist denn die Kamera? Ja, das Hallo. Ist ja hier, ja. Und wir haben dann zusammen so ein aus der Not heraus, eigentlich weil wir, es war Weihnachten und es ist wirklich eine wahre Story. Wir hatten kein Geld für Weihnachtsgeschenke und haben gesagt, okay, wir können so ein bisschen Musik machen. Das war noch ganz am Anfang. Und wir haben uns so 10 Lieder reingeschraubt, also von Stille Nacht bis hin zu einer Bon Jovi-Ballade. Und, das ist das Programm, so vor Härte. Ja, ne? Muss ich sagen. Also. Und da haben wir dann, ja, vorm Karstadt. Nee, ich bin so nicht so der große Stimmen. In einer Stunde der Bedrängnis und der Furcht. Danke. Das hast du gar nicht gesagt? Ja, klar. Du kannst dir sofort das Kommando übernehmen. Ich wollte das immer schon mal machen. Ich habe das immer so beneidet, wenn die Jungs dann da so hier die Lettermans dieser Welt dann da stehen und die Band und Ja. Das kannst du auch sehen. Das ist kein Problem. Reaktion, wenn Sascha, also was waren so Musiker, die du nachgemacht hast? Das ging so. Mensch, ja, König, aber immer die Augen auf. Die sind schon die ganze Zeit auf. Hey! Herrlich. Mit unserem Schlagzeug ist das halt. Sascha, wem habt ihr nachgemacht? Jetzt sagen wir, also Stille Nacht, Heilige Nacht, Bon Jovi hatten wir schon. Gut, das war der Anfang und da haben wir dann ein paar Mark eingenommen und haben das aber dann doch nicht für Weihnachtsgeschenke, sondern dann für zum Essen. Es war kalt und ein bisschen Glühwein missbraucht. Und dann haben wir halt gemerkt, dass man damit irgendwie anscheinend ein bisschen Geld verdienen kann. Haben das ausgeweitet und sind dann so in so Bars aufgetreten, Kneipen und irgendwann auch auf Partys und man wurde engagiert und dann haben wir gemerkt, dass es nicht nur geht, nur 3 Stunden Cover-Songs zu machen, sondern musste halt so ein bisschen was Komödiantisches rein. Und das haben wir dann gemacht. Und da war dann unter anderem Albano und Romina Power dabei oder Stevie Wonder, Elvis Presley. Stevie Wonder, ja gut. Ich habe natürlich, natürlich vorbereitet. Ich bin das Klavier. Ja, ich bin das Klavier. Das Klavier? So, was meinst du? No New Year's Day. To celebrate, no chocolate cover candy hearts to give away. Jetzt habe ich dich gar nicht konkret auf ein Thema angesprochen, aber du hast mehrfach in der Antwort immer schon gesagt, naja, früher war das ja anders und früher konnten wir uns das nicht leisten und früher war kein Geld. Das war wirklich so, dass ihr, nicht dramatischer machen als es ist, ihr habt von Sozialhilfe gelebt. Ja, zwischenzeitlich mal, ja. Das heißt, es war richtig rauer Alltag. Ja, man kriegte dann, also ich bin eigentlich froh, dass es das überhaupt gab, weil ansonsten hätte es wahrscheinlich noch schlimmer ausgesehen. Und nur war es halt ziemlich hart, gerade in der Phase so Pubertät und wo dann halt dieser ganze Markenfetischismus aufkommt,
was ich natürlich im Nachhinein als völligen Quatsch empfinde und auch empfunden habe. Da hat mir so ein bisschen die Musik geholfen, also bin ich so ein bisschen drüber weggekommen, weil da habe ich ein ganz anderes Denken entwickelt. Aber in der Zeit war das halt so, alle hatten irgendwelche tollen Turnschuhe und irgendwelche tollen Markenklamotten und dann musste das dann auch haben. So, und da habe ich dann einfach angefangen, aus der Not, dann auch wieder aus der Not heraus, es war nicht wirklich nicht so schlimm, also ich bin eigentlich froh, dass ich es gemacht habe, halt frühe Ferienjobs zu machen oder halt neben der Schule noch zu ackern oder so, das ging dann eigentlich auch ganz gut. Aber es gab richtig Kleidergeld und vom Kleidergeld? Ja, zweimal im Jahr gab es dann so eine Pauschale, das war eigentlich ganz cool und die haben tatsächlich geglaubt, dass man irgendwie mit 300 Mark im halben Jahr sich dann komplett einkleidet mit dicke, im Winter so dicke Jacke und Winterstiefel und dicke Hosen. Turnschuhe, eine halbe Socke. Genau, ein paar Turnschuhe, halbe Socke und vielleicht noch ein Hemd. Ja. Noch, ging und auch wie noch hat man das dann gemacht? Also war ja, das wie gesagt, richtig? Also arbeiten nebenbei. Ich habe dann also die ganzen Sachen gemacht, als ich noch viel jünger war, dann halt Rasenmähen, Babysitten oder sonst irgendwas. Und dann, als ich dann so 14, 15 war, hatte ich meinen ersten Ferienjob. Ich darf das hier, glaube ich, gar nicht öffentlich sagen. Also ich durfte ja erst eigentlich ab 16 dann irgendwie arbeiten. Also als ich 16 war? Genau, als ich 16 war. Immer auch und, damals schon beim Bauern haben wir die Steine das auch, und das die Kartoffeln auch. Und alles immer in den Sommerferien. Oder Bretter gestapelt, das war halt unser Ferienjob. Und jetzt warst du noch das gab's bei uns auch, das war halt... Oh, 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 oh. Das gab's halt nebenan auch. Das gab's nebenan auch. Also der Bauer wohnte auch gleich nebenan, immer schön das Heu schippen und so. Mein erster richtig harter Ferienjob war, dann habe ich mich dann auch älter gemacht und da musste ich so Mehlsäcke und Zuckersäcke schleppen, so dicke Brocken. Das war ein harter Job, aber ich hatte nachher so Arme wie Popeye. Unterarmtechnisch. Ja, das war schon, aber war gut. Aber die Erfahrung ist wichtig für das, was du jetzt hast und lässt dich relaxter mit der Situation umgehen? Ja, ich denke mal schon. Ja. Also ich finde das ganz gut, diese Erfahrung gemacht zu haben. Auch ich habe ja dann irgendwann mal dann doch Abitur gemacht und weil ich dann eingesehen habe, dass es vielleicht ratsam wäre. Und dann stand ich halt vor der Entscheidung, was machst du jetzt? Machst du Musik? Ich war damals auch auf Anraten meiner Lehrer, habe ich mich dann auch sogar mal an einer Schauspielschule angemeldet, weil die dachten, ich wäre dafür talentiert. Und was ich eigentlich auch sehr nett fand. Und dann habe ich es mal probiert, aber ich bin da nicht hingegangen, weil ich dann, glaube ich, Schiss hatte, und durch die Aufnahmeprüfung zu fallen. Nein, eigentlich war ich überhaupt nicht vorbereitet und habe dann gesagt, dann machst du doch lieber Musik. Aber Schauspielerei ist schon eine Sache, die dich mittelfristig auch reizen würde. Ach ja, da hätte ich schon... Ja, sind doch alle irgendwo Schauspieler. Ich wäre gerne gut vorbereitet. Hast du irgendeine Rolle, die dich reizen würde? Oder irgendeine... Weiß ich nicht. Siehst du dich schon als irgendwer da... Über ein Set huschen? Ja, ich habe ein so ein Ding, das würde ich halt unbedingt gerne mal machen. Ja, das ist halt, was heißt unbedingt gerne mal machen? Das schwebt seit ein paar Jahren in meinem Kopf rum, so als fixe Idee. Was ich ganz witzig finde. Ich wäre gerne gut vorbereitet. Also dafür habe ich im Moment keine Zeit, also hat das mit der Schauspielerei noch ein bisschen Zeit. Ich möchte gerne auch Unterricht nehmen. Aber jetzt sag, welche Rolle? Jetzt machst du es ja doch ein bisschen spannend. Mach spannend. Ich würde gerne den unehelichen Sohn von Schimanski spielen. Oh. Okay. Die Herrschaften haben bereits mit Herrn George gearbeitet, glaube ich, aber... Ja, es geht... Pass auf, was du jetzt... Ich find die Rolle ganz gut. Also ich bin der uneheliche Sohn und bin auch Polizist und so. Und große Schlägerei und Tränen. Er weiß es nicht, aber ich weiß es und so. Und, dann, so. Und kurz bevor er dich erschlägt, sagst du, ich bin dein Sohn. Ja, genau. Ja, natürlich. Wow. Normal. So ist das halt. Sascha, wohin deine Karriere geht, das wissen wir nicht. Wir drücken den Daumen, dass das alles in tollen und sehr erfolgreichen Bahnen verläuft. Wir wissen jetzt, wie es angefangen hat. Wir wissen, was vorher war. Und? Was denn? Nee, das Geld wird überwiesen. Achso, alles wir wissen, was war. Und eine Frage habe ich nur irgendwie. Wenn einer Sascha heißt in Deutschland, dann wird das doch normalerweise S-A-S-C-H-A. Geschrieben. Wo ist dein C geblieben? Das habe ich rausgenommen und nenne es jetzt ganz niedlich mein Privacy. Oh. Also das ist, der Rest ist das, was ich bereit bin zu geben. Und das kleine bisschen, das lasse ich für mich. Ach so, das ist eine Veränderung, die man einfach, weil man auch international Karriere machen will, sagt man, macht man das einfach. Ja, ich fand es auch, dass es besser aussah. Sieht besser aus? Ich habe es jetzt selten geschrieben, aber ich werde es nach der Sendung mal probieren. Also, Sascha ohne C. Wunderbar. Was singst du noch was? Nein, Moment. Gleich. Gleich wird noch gesungen. Vorher allerdings habe ich eine Frage und ich hoffe, dass das stimmt, dass du eine sehr sportliche Vergangenheit hast, eine Turner-Vergangenheit. Da wird bei uns nie drüber gesprochen. Ja, ich hab mal... Verstehst du, das wird gar nicht erwähnt. Weißt du, es ist eine Frechheit, ist das, Menschenskinder. Immer nur die.
Aber ich sag's dir, einarmige Liegestütz. Jawohl, jawohl. Oh, jetzt kommt die einarmige Liegestütz. Hey! Yeah. Moment, Moment. Nein, halt! Ich frage. Sascha, für dich haben wir auch was. Bitte sehr. Na jo. Viel Spaß. Das ist jetzt der Konter. Guck mal. Das ist der Konter. Steck mal Hemd in die Hose hier. Mach's vorher nicht zu groß, nachher klappt's nicht. Dann ja, das wäre natürlich peinlich. Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich versuche das jetzt mal. Ist schon tierisch lange her, dass ich das tu gemacht habe. Tu nicht so. Hinten probiert bestimmt. So, ich habe das früher mal... Ich muss dafür meinem Onkel danken. Der hat mir das gezeigt, wie das geht. Und zwar ist das... Ich hoffe, das klappt jetzt. Hey! Das ist ein großer Sport. Danke. Meine Damen und Herren, sportliche Veranstaltung hier. Sascha, vielen herzlichen Dank. In der nächsten Woche. Ich bedanke mich bei all meinen Gästen. Frau Schäuble, herzlichen Dank. Heinz König, Heiner Lauterbach und Sascha, Gäste in der Karma-Show an diesem Donnerstag. Und in der nächsten Woche treffen Sie dann hier Dagmar Frederik. Das ist die Quotenkönigin aus Ostdeutschland. Dann Christian Meyer. Interessante Geschichte. 1992 hat er bei den Olympischen Spielen Gold gewonnen, Radfahren, 94 einen schweren Unfall gehabt, seitdem Querschnitt gelähmt und arbeitet jetzt hin auf die Olympischen Spiele der Behinderten in Sydney. Und da will er seinen persönlichen und größten Sieg erringen. Ich freue mich sehr auf Christian Meyer. Und in der nächsten Woche ist dann noch eine, Verona Feldbusch. Wir freuen uns. Tschüss.